haven't seen love this plainly. When they ask what on earth is going on, just tune your record in and play this song. 'Cause to me our love is like an old fashioned, finest whiskey poured out in our glasses. You are something sweet, sip you slow then repeat. You're the habit I thought I could be, but old-fashioned love's got a hold. Hallo, heute bauen wir die temporären Fundamente für unseren Rundstammstall. Was das ist, wie es aussieht und warum das hier eine richtig geile Sache wird, die wir hier abziehen, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Baby, I don't care, I don't think I'd even mind. Unser Rundstammstall soll eine Kombination aus einer relativ großen Sattelkammer und einem großen Offenbereich für die Tiere sein. Insgesamt hat unser Bauwerk eine Grundfläche von 98 Quadratmetern und ist, glaube ich 3,70 Meter hoch oder so. Die Grundmaße der Sattelkammer betragen hier 5,85 Meter mal 3,85 Meter. Beim Blockhausbau werden Abstände übrigens immer nur von Mittellinie zu Mittellinie angegeben, denn jeder Baum hat einen anderen Durchmesser. Demzufolge kann man hier nicht mit Außenmaßen oder Innenmaßen rechnen. Das macht hier alles keinen Sinn. Also kann ich euch auch jetzt noch nicht genau verraten, welche Quadratmeterzahl die Sattelkammer hat. Grundmaße habe ich jetzt aufgezeichnet und jetzt geht es darum, den Boden so vorzubereiten, dass ich jetzt entweder die Hohldielen hinlegen kann oder direkt die Lager einbuddeln kann. Ich schaue mal mit der Hacke, wie gut sich das hier machen lässt. Der nächste Schritt ist die Anfertigung der temporären Fundamente. Dafür hat der Vati hier aus einem Waldstück eine 60 bis 65 cm dicke Fichte, Käferfichte geholt, die sonst im Brennholz landen würde. Die eignet sich für unsere 6 Fundamentpunkte natürlich hervorragend, denn bei dem Querschnitt steht das ganze Ding ganz schön stabil und ich brauche ja nicht mit Steinen unterbauen. Dies mit den Hohldielen kann ich mir hier sparen, wenn ich auf diese dicke Fichte zurückgreife. Mit welcher Säge säge ich jetzt hier diese dicken Dinger klein? Ich nutze dafür natürlich unsere Stihl 34AV Super, die wir hier vor einiger Zeit vom guten Bungi bekommen haben. Dem Bungi haben wir im Austausch dazu, ich glaube, 4 Sägen zugeschickt, die ein bisschen defekt waren. Die hat er dann repariert, bis mit dem Lappen drüber. Ansonsten war da nicht viel zu tun. Und dafür gab es dann für uns diese tolle Säge. Die hat natürlich ausreichend Kraft. Nur leider ist das Schwert, was wir gekauft haben, etwas zu kurz, aber umso besser dann für den Blockhausbau geeignet. Weshalb wir uns über diesen Tausch immer noch sehr freuen. Warum stelle ich diese Fundamentstämme jetzt nicht direkt auf das Gras? Ich möchte ja, dass das Haus relativ, also nicht relativ, sondern sehr gerade steht. Und am Ende werden wir hier ungefähr eine Masse von, ich weiß nicht, 10 oder 15 Tonnen Holz auf die Fundamente geben. Und wenn ich das direkt auf dem Rasen stelle, hätte ich hier Bedenken, dass dann eins der Fundamentstücke nachgibt. 5 cm unter der Rasenkante befinden sich größtenteils Schotter an dem oder Steine hier auf diesem Gebiet. Deshalb möchte ich hier einfach die Grasnarbe entfernen, damit ich einen möglichst festen und stabilen Stand für meine Fundamentklötze habe. Und danach geht es gleich direkt wieder zu einer der wichtigsten Arbeiten hier am ersten Tag. Messen, messen, messen. Die Fundamentklötze möchten im richtigen Abstand stehen. Die möchten rechtwinklig zueinander stehen. Das heißt, man muss die Diagonale prüfen. Alles nochmal nachhacken und dann am Ende feststellen, dass der Bodenunterschied fast einen ganzen Meter auf dieser 7 Meter Länge beträgt, oder sagen wir mal 80 cm. Das war wirklich erschreckend, beziehungsweise das hat man einfach nicht gesehen, weshalb hier mehrere Ausgleichsmaßnahmen
möglich waren. Warum sind die Stämme jetzt alle krumm und schief und was tue ich dagegen? Das seht ihr gleich. Die temporären Fundamente sind jetzt erstmal grob ausgerichtet und aufgestellt. Jetzt werde ich hier in der Mitte den Fußboden noch ein bisschen ausgleichen. Das sind doch einige Löcher und Steine, die da rumliegen. Und damit wir hier bei der ganzen vielen Arbeit nicht so schön umknicken, packen wir uns jetzt hier noch schön ein Big Bag Hackschnitzel hin. Das haben wir letztes Jahr produziert, haben es nicht gebraucht. Deshalb kommt das ganze Zeug jetzt hier hin, damit die Arbeitssicherheit gewährleistet ist. Als wir damals unseren großen MF-Traktor inklusive der Hackereinheit hinten dran gekauft haben, hätten wir nicht gedacht, wie praktisch das Ganze ist. Denn so ein Big Bag Hackschnitzel kann man für wirklich ganz vielerlei Dinge verwenden. Man kann das hier für die Pferde als Paddock-Einstreu nehmen. Man kann damit hier solche Bauplätze ausgleichen, die Hühner einstreuen und ansonsten irgendwelche Wege befestigen. Wirklich coole Sache. Also wenn ihr die Hände an so einen Schredder bekommt, kaufen! Nun werden sich einige von euch fragen, warum wir das Blockhaus bzw. den Stall überhaupt hier oben bauen, weil wenn er dann doch dann unten im Dorf stehen soll, wo jetzt der alte Stall steht. Das hat zwei Hauptgründe. Der erste Grund ist, dass man ein Blockhaus meistens zweimal baut. Das hat den Hintergrund, dass man beim Bau des Blockhausbaus die Isolierung zwischen den Stämmen weglässt, also diese Einfüllung aus Wolle oder was auch immer. Da man die Stämme oft hoch und wieder runterheben muss, um etwas anzupassen, um, was weiß ich, Fensterausschnitte zu machen, bewegt man die Stämme recht häufig. Wenn man da die Isolierung schon dazwischen packt, das ist eine sehr nervige Angelegenheit und außerdem kann die Isolierung dann nass werden. Das will ja auch keiner beim Holzhaus. Dann der zweite Grund ist hier Lärmbelästigung. Könnt ihr sicherlich verstehen, so ein Rundstammhaus wird nur mit der Kettensäge gebaut, mit nicht viel anderem Werkzeug und die macht bekanntlich relativ viel Lärm. Da kann man auch nicht mit so einer Elektrosäge rumschnitzen, da wirst du einfach nicht glücklich hier. Wir müssen hier auch mit dem Bagger hantieren, wir müssen die Stämme auf das Haus drauflegen, hoch und runter und immer laufen Maschinen und knattert irgendwas rum. Da möchte ich unten im Dorf auch nicht mein Nachbar sein, wenn ich das da direkt unten im Ort baue. Außerdem haben wir hier oben einen ganz hervorragenden Bauplatz von der Logistik her, denn die darf man auch nicht vergessen. Wir haben zum einen hier hinten die ganzen Stämme, die wir hier direkt schälen, hier auf dem Zwischenraum bearbeiten können, anpassen können und sie dann hier 2 Meter daneben direkt aufs Blockhaus legen können. Das ist eine ganz hervorragendes Setup, was wir unten im Ort so nicht haben. Da nutzen wir das natürlich. Wir haben sogar Platz noch für einen Bagger hier oben oder einen Traktor oder was auch immer. Wir können uns hier oben einfach bewegen. Und wenn hier oben Dreck und Schmutz ist, Späne im Endeffekt und Rinde, juckt das keinen. Das kann man am Ende, wenn man fertig ist, einmal zusammenkehren und vernichten, wenn man das unten im Ort macht. Macht man nicht. So, jetzt seid ihr schon mal schlauer als vorher. Ich mache mich jetzt daran, die Fundamente endlich mal anzupassen, denn die müssen hier absolut waage sein, gerade. Und die müssen auch eine bestimmte Breite haben. Das heißt jetzt viel, viel ausmessen, viel, viel rumschnitzen mit der Kettensäge. Ja, und da geht man jetzt hier an der Stelle einfach mal Gas. Und da würde ich mal sagen, sabbeln wir hier nicht lange rum. Ran ans Holz. Um meine Längen hier erst einmal anzutragen an das ganze Fundament, nutze ich hier die schöne Tintenschlagschnur. Die geht wirklich hervorragend, muss man sagen. Die ist noch nicht so teuer. Hat hier drinnen zwei kleine Schwämme mit Tinte. Ein Faden, der da durchläuft und ein paar kleine raffinierte Features.
Funktioniert ganz wunderbar. Hat ja vorne so ein Spießdingens dran. Kann ich euch gleich mal zeigen, wie gut das funktioniert. So, Bremse anziehen. Schön straff ziehen. So sieht das Ganze dann aus und das ziehe ich jetzt mit meiner wunderschönen Präzisionswasserwaage alles nochmal nach. Auch am zweiten Lager seht ihr ein schöner gerader Strich. Und hier vorne seht ihr auch, dass meine ausgedachte Linie nicht richtig stimmt. Deshalb trage ich die jetzt nochmal sauber an, dann sind wir schon mit dem ersten Schritt fertig. Dieser große Stamm hier eignet sich an sich nicht als Fundament. Die Auflagefläche ist zu groß. Eigentlich ist nur der Fehler zu groß, den ich hier mit der Kettensäge eingebracht habe. Deshalb möchte ich hier einen kleineren Bereich, wo die Baumstämme aufliegen, jetzt markieren und dann freistellen mit der Kettensäge und dann nochmal endgültig die Höhe festlegen, dass das hier wirklich auf einen Millimeter passt. Denn wenn das Fundament schief ist, kannst du hier bauen, was du willst für eine Bude. Am Ende, wenn ich die unten montiere und das ist schief und krumm, ist das alles nichts wert. Deshalb lieber einen kompletten Tag in dieses Fundament investiert, anstatt hier irgendwas schief und krumm gebaut. Das dauert halt so lange, wie es dauert. Und wir machen das hier einmal ordentlich. Also, jetzt zeichnen wir uns die reelle Auflagefläche an. Ich mache die 20 x 20 cm, das ist immer noch riesengroß. Aber wie gesagt, mit der Kettensäge kann ich so einen kleinen quadratischen Klotz besser auf Höhe sägen als hier dieses 50 cm Durchmesser Rundstammteil. Für euch zur Erklärung, das hier ist die Fläche, die ich haben möchte, hier rundherum. Es wird alles weggesägt. Jetzt würde ich mal sagen, absägen. Yeah.
Fundamente sind erstmal grob ausgeschnitten. Jetzt bringe ich sie alle auf eine Höhe, damit wir jetzt endlich mal eine absolut plane und ebene Fundamenthöhe haben für die erste Stammlage. Fundamente stehen. Ich habe es jetzt nochmal ausnivelliert mit dem Laser. Ich bin so bei plus 3 mm, also ungefähr 3-4 mm ist es jetzt uneben. Ich denke, das ist für ein Blockhaus völlig ausreichend. Das Fundament, was wir gießen, wird ja auch nicht super duper duper perfekt. Damit kann ich aber auf jeden Fall super arbeiten. Kleiner Funfact nebenbei, alleine das Schnitzen dieser Fundamente hat mich 3 Tankfüllungen von der 34er gekostet. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das okay ist oder ob ihr das für viel haltet. Ich halte es für viel. Aber ich habe ja keine Ahnung. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Als nächstes werden wir uns hinten mit dem Schälen der Baumstämme beschäftigen und mit der ersten Stammlage. Das wird auf jeden Fall auch wieder ein sehr interessantes Video für euch. Wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuschauen, wünschen euch viel Spaß und sagen bye bye.